Ernst Albus. Also ich bin Kaufmann, ich bin ITler und ich bin auch Buchhalter. Ich habe alle drei Berufe gelernt. Ich kann halt mich selber bestimmen. Das ist für mich das Allerwichtigste überhaupt. Ja. Wenn ich zum Beispiel einen Auftrag übernehme und ich sehe dann, dass das inhaltlich nicht mit dem konform geht, was ich empfehle, dann kann ich auch so einen Auftrag beenden und das mache ich auch. Und die Problematik besteht jetzt darin, dass also Verantwortungsbereiche, die wir früher integriert in Betrieben gesehen haben und auch wahrnehmen konnten, sind heute maschinell gestaltet worden. Und wir haben jetzt quasi immer eine Ebene Maschinen, eine Ebene Menschen, dann wieder eine Ebene Maschine und wieder eine Ebene Menschen. Und es gibt im Grunde genommen von diesen beteiligten Menschen überhaupt keinen mehr, der dieses System durchschaut. Wir haben eine wahnsinnig tolle Entwicklung in der Kommunikationstechnik. Aber wenn Sie heute die Kommunikationstechnik anschauen, dann gibt es keine Kommunikation mehr, sondern es gibt nur noch Ablehnung. Bitte warten Sie. Nutzen Sie doch unseren Computer. Gehen Sie doch bitte auf unsere Homepage. Ja, das ist das, was man zuallererst zu hören bekommt. Und dann bekommt man eine lange Warteschleife, wo es dann heißt, ja, Sie müssen noch ein bisschen warten, wir sind noch alle beschäftigt. Und irgendeiner kommt dann irgendwann mal zu Ihnen. Und Sie freuen sich darüber ganz mächtig. Das ist heute Kommunikation und ich finde, das ist ein Rückschritt. Ja, mein Name ist Susanne Koll. Ich bin kaufmännische Angestellte, Personalberaterin bei der Gerwert Unternehmensberatung in Coworking 21. Ja, im Prinzip habe ich den kompletten Wandel mitbekommen von alles auf Papier mit Schreibmaschine und irgendwann dann halt die Digitalisierung fing an, damals in der Ausbildung zur Immobilienkauffrau, wurden noch die Fotos wirklich ins Labor gegeben, die Filme zur Entwicklung, die Fotos dann eingescannt und dann in die Exposés reingekopiert. Und irgendwann gab es halt die Digitalkamera und da wurde das Ganze sehr viel einfacher, sehr viel schneller. Hier bestes Beispiel, wir könnten fast gar nicht hier arbeiten, wäre die Digitalisierung nicht so weit fortgeschritten. Wir bekommen heute fast alle Bewerbungen per E-Mail und das sind 10, 15 Stück am Tag. Wir würden hier im Papier ersticken, wären das noch die klassischen Bewerbungsmappen. Es ist viel, viel schneller alles geworden, schnelllebiger. Also früher gab es halt einen gewissen Prozess, der dauerte. Nehmen wir jetzt hier Stellenausschreibung, das wurde dann halt gefaxt seinerzeit. Bis die Bewerbung einkam per Post, könnte es Tage dauern. Heutzutage hat man eine E-Mail, die Absagen gehen schnell, die Eingangsbestätigungen gehen schnell, man hat schnell Termine vereinbart für Vorstellungsgespräche und die Daten auch schnell beim Kunden. Geht alles sehr, sehr, sehr viel schneller. Ist leichter geworden, aber auch, ja, ich glaube, ein bisschen stressiger dadurch. Ja, man wird autarker. Also man muss auch vieles selber dann entscheiden, weil halt, klar, es geht schnell, man könnte schnell nachfragen. Aber es ist ja auch nicht mehr so, dass dann der Vorgesetzte hier sitzen muss, um Entscheidungen zu treffen. Von daher ist es ein selbstständigeres Arbeiten als früher, aber auch einsamer will ich gar nicht sagen. Deshalb bin ich froh, dass wir hier im Coworking sitzen mit den Kollegen von den anderen Firmen. Ist das ganz nett. Bei meinem alten Arbeitgeber war ich jetzt von dem Büro, von der Niederlassung der Chef und habe meinen direkten Chef ja einmal im Quartal fast gesehen. Ein Quartal schon ein bisschen häufiger. Meinen jetzigen Chef, den spreche ich jeden Tag. Wir telefonieren jeden Abend, was am Tag passiert ist. Schreiben viel zwischendurch. Wir skypen auch mal zwischendurch mittags. Also eigentlich sehe und kommuniziere ich mit meinem Chef jetzt mehr als vorher. Ob man das komplett alles dem Mensch quasi rausnehmen könnte, glaube ich nicht. Weil man kann natürlich sagen, man hat jetzt 5 Bewerber mit der gleichen Qualifikation, aber nur einer passt zu dem Vorgesetzten, der da sitzt. Und das hat halt eben mit dieser zwischenmenschlichen Chemie zu tun. Und das kann, glaube ich, keine Maschine matchen. Ich glaube, man kann die Hierarchien heutzutage flacher halten durch die Digitalisierung. Es ist zum Teil unpersönlicher geworden. Also ich habe auch mal in einem großen Konzern gearbeitet mit amerikanischem Hintergrund. Ich glaube nicht, dass mich da einer meiner Vorgesetzten wirklich kannte. Da war ich Nummer XY. Es könnte sein, dass in großen Firmen unpersönlicher wird oder generell unpersönlicher wird, weil man eben nicht mehr persönlich vor Ort sein muss, um Geschäft zu machen.
weil irgendwann ist meiner Meinung nach wirklich der Punkt erreicht, wie man das, was weiß ich, mein Laptop hat halt eine gewisse Kapazität an Arbeitsleistung, was der bringen kann. Und genauso gut hat jeder Mensch auch irgendwo seine Grenzen. Und was kommt danach? Ich bin Harald Petit und zwar bin ich Angestellter bei CO21, Digitalisierung der Arbeitswelt. Was verstehe ich persönlich darunter? Darunter verstehe ich, dass sich die Arbeitsabläufe radikal verändern werden. Und zwar hin zu mehr und mehr Technologie. Das setzt bei vielen Mitarbeitern voraus, dass sie auf diesem Felde der Technologisierung fit sind bzw. gemacht werden. Denn nicht alles können sie aus eigener Anstrengung heraus schaffen. Die Gefahren sind meiner Meinung nach ganz eindeutig, und zwar Abbau der Arbeitsplätze. Jeder denkt nur an sich und weniger an seine Kollegen. Das soziale Umfeld ist kälter geworden und wer halt nicht, ich drücke es mal drastisch aus, wer halt nicht pariert, wer es nicht kapiert, der bleibt halt auf der Strecke. Also bis jetzt hatte ich nur zwei Berufe. Ich bin gelernte Krankenschwester und habe jetzt Betreuung gewechselt, eine Flüchtlingsbetreuerin. Ich finde es jetzt mit der neuen Technik besser, weil das erleichtert die Arbeit, wenn man dann alles direkt am Computer eintragen kann, statt per Hand. Geht einfach schneller. Auch beim Essen nachfragen und so, was die Patienten essen möchten. Die laufen jetzt nur noch so mit Tablets rum und tragen das sofort ein und wird dann sofort eingetragen, was die Person haben möchte. Man muss das nicht mehr aufschreiben. Man macht keine Doppeltarbeiten mehr, weil vorher musste man immer alles aufschreiben und dann weiter in die Küche leiten. Sowas gibt es einfach nicht mehr. Also als, wenn ich mich erinnere, als angry young man, ja, sozusagen, das ist natürlich das Problem, ist immer außerhalb von dir. So mit den Jahren, so manchmal denke ich schon, also aber auch, es ist, glaube ich, ist ein kollektiver Lernprozess, ne, bei immer mehr Menschen und Veränderungsmachern, dass eigentlich die Selbstveränderung eigentlich das Alpha und das Omega ist, ja, sozusagen der Zugang. Ja. Aber es ist nicht etwas, was abgetrennt ist vom sozialen Prozess, von der sozialen Veränderung. Aber es ist etwas, was immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Und wir alle wissen, wie schmerzhaft es ist, wenn du zusammen bist mit anderen, für die soziale Veränderung nur außerhalb von ihnen selbst stattfindet. Es gibt ja nicht nur ein Zuhören, ne? Also meine Erfahrung ist, dass Zuhören eine innere Aktivität ist und kein Naturgesetz, wo ich Entscheidungen habe, wie ich eigentlich zuhören will. Und dass ich aber ein Bewusstsein darüber brauche, welche inneren Räume des Zuhörens es gibt. Otto Scharmer sagt immer, Zuhören ist wie ein Haus, in dem die meisten von uns nur einen Raum bewohnt haben, all die Jahre. Und jetzt die anderen Zimmer kennenzulernen, ist wichtig und dann kann ich andere Ebenen der Erfahrung zwischen Menschen anzapfen, die relevant sind, um gemeinsam handlungsfähig zu werden. Deshalb ist Zuhören wichtig. Also Zuhören ist ja eigentlich mein Verständnis nicht nur Zuhören, sondern durch die Art, wie ich zuhöre, bringe ich eine soziale Wirklichkeit hervor. Also Zuhören ist hochwirksam für das, was der andere sagen kann. Und wenn wir alle im Grunde mehr zuhören, also ich glaube, aktiver als zuzuhören können wir nicht werden, auch wenn sich das sehr merkwürdig anhört. Also durch Zuhören können wir die Welt verändern, das ist meine These.